Hallo Leute, in diesem Video geht es um eine Frau, die einen verletzten Schmetterling findet und eine kreative Idee hat. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Los geht's! Viele denken mit Sicherheit, dass das Leben eines Schmetterlings schnell beendet ist, wenn er seinen Flügel oder auch nur einen Teil davon verliert. Und in der Tat hat es so ein kleiner geflügelter Freund schwer, mit solch einem Schaden in der Natur zu überleben. Die meisten werden sowieso denken, dass Schmetterlinge höchstens ein paar Tage leben. Dabei können sie unter den richtigen Bedingungen bis zu 5 Monate alt werden. Zumindest solange sie sich nicht verletzen. Das ist nämlich genau diesem Exemplar passiert. Doch zum Glück war Romy McCloskey in der Nähe, die ein ganz besonderes Verhältnis zu Schmetterlingen pflegt und den armen kleinen Freund nicht einfach so seinem Schicksal überlassen wollte. Der orangefarben geflügelte Freund war bereits mit gerissenem Flügel geboren worden. Und Romy verstand, dass der Kleine ohne ihre Unterstützung dem Tode geweiht war. Er brauchte dringend Hilfe, also tat sie genau das, was getan werden musste. Romy entschied, ihr Wohnzimmer in einen Operationssaal zu verwandeln. Doch sie benötigte so einige Geräte und Werkzeug, um den kleinen Schmetterling zu operieren. Und so wurden einige Haushaltsgegenstände in wichtiges Operationszubehör verwandelt. Schmetterlinge hatten eine ganz besondere Bedeutung für Romy. Vor einigen Jahren verlor sie ihre Mutter an Krebs. Doch bevor sie starb, sagte Romys Mutter zu ihr, wann auch immer sie einen Schmetterling sehen würde, sollte sie wissen, dass es ihre Mutter war, die nach ihr sah und ihr zeigte, dass es ihr gut gehe und sie Romy liebte. Es war also mehr als verständlich, dass die junge Frau das etwa 3 Tage alte Insekt nicht einfach so seinem Schicksal überlassen konnte. Sie nutzte ein Handtuch, Kontaktkleber, einen Drahtbügel, Zahnstocher, Wattestäbchen, eine Schere, eine Pinzette und Talkumpuder und machte sich an die Arbeit. Es wurde Zeit für die Transplantation. Leider starb einer ihrer Schmetterlinge ein paar Tage zuvor, sodass sie ihrem neuen kleinen Freund für eine zweite Chance einen seiner Flügel geben konnte. Sie sicherte den Schmetterling zunächst mit dem Drahtbügel, um dann die Teile des Flügels abzutrennen, die beschädigt waren. Doch keine Sorge, dabei verspürt der Schmetterling keinen Schmerz. Es ist mit dem Schneiden von Haaren oder Fingernägeln zu vergleichen. Schon nach kurzem war die Operation ein voller Erfolg. Romy gelang es, den kompletten Flügel zu transplantieren. Und die harte Arbeit machte sich bezahlt. Natürlich passt der neue Flügel nicht zu 100%, doch er funktionierte. Der Schmetterling konnte nun deutlich besser fliegen. Nach kurzen Anfangsschwierigkeiten schaffte er es, seine Flügel zu spannen und davon zu flattern. Romy war überglücklich, dass sie ihrem kleinen Freund helfen konnte. Schmetterlinge werden für sie immer eine besondere Bedeutung haben. Und auch wenn sie das Leben eines Schmetterlings dadurch nur für ein paar Tage verlängerte, ist es ihr das wert. Sie ist stolz darauf, was sie geschafft hat und froh, dass der Kleine nun unbeschwert von Blüte zu Blüte flattern kann. Was hältst du von Schmetterlingen? Sind sie nicht einfach wunderschöne Geschöpfe? Schreib's mir in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.